musste letztens herausfinden, ne, dass ich einen Allmann über mir wohnen habe. Und seitdem dürfen wir keine Shisha mehr rauchen. Ding, 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 ding. Das ging doch so, oder? Da ist mir leider die Hand ausgerutscht, Officer. Guten Morgen, YouTube, geht es an diesem wunderschönen Tag heute. Ich habe eine glückliche Nachricht zu verkundteilen, sagt man das so? Nämlich, darf ich wieder arbeiten gehen? Ja, wir durften aufmachen. Ich sitze nicht mehr den ganzen Tag zu Hause rum und hoffe auf gutes Wetter, dass ich wenigstens Motorrad fahren kann. Wobei, wenn ich nachdenke, ich hocke halt immer noch nur da und hoffe auf gutes Wetter. Aber ich werde jetzt dafür bezahlt. Und um euch zu beweisen, dass ich wirklich arbeite, bam! Ich trage Jeans! Seht ihr das? Und noch was? Ich habe weiße Schuhe an. Ich weiß, ultra dumm mit weißen Schuhen Motorrad zu fahren, aber ich habe halt nur weiße Schuhe aktuell. Und mit nur weiße Schuhe meine ich zwei Paar weiße Schuhe. Weil mehr Schuhe braucht man nicht. Aber es gibt so Tolles zu erzählen. Ah. Ich kann vielleicht sagen, wie unglaublich frech der Deutsche Rundfunk ist. Vielleicht haben das ein paar von euch mitbekommen. Aktuell läuft die EM. Und die EM-Spiele werden meist auf ARD und ZDF ausgestrahlt. Schon die ganzen letzten Jahre. Auf den Öffentlich-Rechtlichen, dass auch jeder sie schauen kann. Außer dieses Jahr. Weil da dachten sich die Öffentlich-Rechtlichen, oh, es reicht ja nicht, dass wir gefühlt von jedem Bürger in diesem Land 15 Euro im Monat bekommen. Nee, komm, lass noch Exklusivrechte für ein paar Spiele an Magenta TV verkaufen. Wofür zahle ich denn meine 15 Euro im Monat Zwangsgebühr? Dafür, dass ich jetzt nochmal 15 Euro draufzahlen soll, um wirklich auch alle Spiele schauen zu können. In jedem anderen Land funktioniert, nur nicht in Deutschland. Dass Rundfunkgebühren und so eh absoluter Müll sind, steht eh komplett außer Frage. Aber wenn ich sie schon zahle, dann verkauft nicht irgendwelche Rechte, damit ihr noch mehr Geld bekommt. Das geht mein Polo ab, Digga. Ich werde dich nicht hier mit 60 überholen. Was ich auch eigentlich noch sagen wollte, ich musste letztens herausfinden, dass ich einen Allmann über mir wohnen habe. Nämlich bin ich Wasserpfeifenraucher, ja? Bleiben wir mal deutsch hier. Wasserpfeife. Und diese konsumiere ich bereits seit 3 Jahren, sowas. Also an sich schon länger, aber seit 3 Jahren halt auch zu Hause. Und 3 Jahre hat es kein interessiert, was ich in dieser Wohnung mache. Bruder, ich hätte die ganze Bude voll rauchen können und kein hätte es gejuckt. Aber aktuell hat es ja schönes Wetter und wir kennen alle die Allmann-Memes. Kaum ist es zweistellig, direkt wird der Grill ausgepackt. Und natürlich werden auch alle Fenster aufgerissen, damit mal ein bisschen Sonnenschein in die Wohnung kommt. So. Und ich habe es halt an mir, dass ich gerne mal am Abend um 8:30 oder 9 mir eine Wasserpfeife anzünde. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, die Kohleanzünde stinkt einfach. Das will ich gar nicht irgendwie jetzt verharmlosen. Es stinkt übertrieben. Also in einem Raum mit der Kohle zu sein, das geht wirklich ganz, ganz, ganz schwer. Also was mache ich? Weiß ich, Genie? Ab auf den Balkon damit. Fenster auf, damit alles rausgeht, damit es nicht stinkt, oder zumindest nicht zu sehr stinkt. Und dann geht es an die frische Luft, da wird es neutralisiert, aufgelöst, wie auch immer. Man riecht es auf jeden Fall nicht mehr. Denkste, 3 Jahre habe ich das so gemacht. 3 Jahre, keiner beschwert sich über irgendwas. Und jetzt muss der Allmann sich denken, Bruder, das geht so nicht. Und beschwert sich über den Gestank. Ja, es stinkt wirklich. Digga, was macht der Golf da? Zurück zum Thema, der Allmann beschwert sich drüber. Es stinkt doch zu sehr. Tut's, ja. Wo ich mir aber auch denke, Digga, es sind 10 Minuten. Ne? 10 Minuten braucht die Kohle. Kannst du nicht bitte 10 Minuten einfach dein Fenster zu machen und danach ist der Geruch auch weg. Das haben wir einmal gemacht, da hat dann meine Schwester aufgemacht. Ja, ich sag's den Jungs. Zweites Mal haben wir es auch gemacht, da haben wir nicht aufgemacht, als er geklingelt hat. Jetzt beim dritten Mal auch, hat sich beschwert. Seine Wäsche ist auf dem Balkon und jetzt stinkt die ganze Wäsche. Bla 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 bla. Ich so, Bruder, lass mir doch bitte mein Hobby für 10 Minuten am Tag. Und seitdem dürfen wir keine Shisha mehr rauchen. Das ist so ein Moment, wo ich mir echt wünschen würde, dass ich einfach nur so ein Kenneck über mir hätte. Und bevor jetzt irgendeiner denkt, dass ich ein Rassist bin, Jungs, ich habe selber keinen deutschen Pass. Wenn ihr mein Gesicht sehen würdet, boah, wie soll ich euch das beschreiben? Sag mal so, wie es ist. Ich werde das öfter mal auf Türkisch angesprochen, wenn man mich einfach so sieht und mich nicht kennt, okay? Also, wenn ich so einen richtigen
Ausländer über mir hätte, der wäre vielleicht auch runtergekommen und hätte sich beschwert. Aber nicht wegen dem Kohlegestank, sondern was mir einfällt, zu rauchen, ohne ihn einzuladen. Aber nein, ich habe Thorsten Müller über mir, Digga. Der keine 10 Minuten sein Fenster oben zumachen kann, weißt? Soll ich da durchfiltern? Oh nee, das ist so ein Rentner, der da vorne sitzt. Boah, ich habe gar keinen Bock auf Stress mit Rentnern jetzt, Mann. Motor ist warm. Das ist immer gut zu wissen. Ich spiele so das Tokyo Drift Intro ein und mal schauen, was dann passiert. Ding, 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 ding. Das ging doch so, oder? Was macht denn die Polizei hier? Ist das etwa die Soko-Autoposter, die sich hier aufstellt? Yo, was ist das? Hä? Also ich habe gestern schon gesehen, dass hier riesen Polizeieinsatz war, aber warum? Da vorne ist wieder die Polizei. Da auch? Hä? Ah, weil heute Spiel ist und die denken, dass es Schläge gibt. Weil das sind absolut gar keine Vorurteile, dass wir Jugos uns die ganze Zeit die Fresse einschlagen würden. Jo, das ist nicht gegen im Spiel. Digga, was geht hier ab? Irgendwas steht an auf jeden Fall. Ja, Mai, einfach über die Ampel laufen, ne? Unglaublich, Digga. Also die Stiefel, finde ich, passen auf jeden Fall zum Wetter. Ich werde Mode nie verstehen. Sollte es so aussehen? Digga, die Stiefel würde ich im Regen vielleicht tragen, aber vor allem mit einem Rock, Bro. Ich bin so glücklich, dass ich ein Mann bin. Ich ziehe einfach irgendwelche Schuhe an, Socken und eine Jeans. Mir ist jetzt aufgefallen, Digga, ich habe gerade den der Polizei einfach den Motor hochdrehen lassen. Da ist mir leider die Hand ausgerutscht, Officer. Na gut, ihr packt was, ich will nach Hause, ich muss voll dringend aufs Klo. Ihr kennt die alte Leine, wenn es gefallen hat, like, Daumen hoch, abonnieren, allen Leuten das Video zeigen, schönes Wetter genießen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, yalla. Und ihr dürft dann nicht über die Straße fahren, ihr...